Seid recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Dragon Age Origins. Hier ist die Goretti und da stehe ich nun im Tempel der Heiligen Asche von Andraste und ich stehe hier mit der kleinen Fraktion von Uin, Liliana, Alistair und Radegundis. Und wenn ich mich jetzt umdrehe und dabei eine Taste gedrückt halte, sehe ich da hinten auch unsere Namen. Das wird mit Sicherheit kein Spiegel sein, sondern das wird noch eine falsche Sache sein, die uns hier der Tempel hergeben möchte. Und das ist es auch. So, jetzt lass mich mal schauen. Ich glaube, alle auswählen. Wir bekämpfen alle zusammen erstmal die gute Win, weil ich glaube, dass sie die gefährlichste von allen ist. Und wenn wir die gute Win ausgeschaltet haben, kümmern wir uns um das zweitgefährlichste hier auf diesem Felde. Und das ist Radegundis, ganz klar. Hau drauf, Radegundis, schlag dich tot. Das war's. Alistair liegt schon. Alistair ist bestimmt von Radegundis erledigt worden. Gut, dann lass mich mal auf Win zurückgreifen. Oh Mann. Win, würdest du bitte den guten Alistair wieder beleben? Ich glaube, das wäre eine ganz gute Sache. Nee, lass erstmal Win Wiederbelebung machen. Und es war klar. Nein, Win, du machst erstmal Wiederbelebung. In der Zwischenzeit kämpft ihr gegen wen auch immer ihr wollt. Und kleine Radegundis, haut drauf wie nix auf Radegundis. Ich sag's ja, Radegundis ist knallhart. Radegundis, guck dir das an, was die aus durchhält, ha? Du nimmst erstmal einen Heiltrank, mein Freund, bevor du weiter irgendwie versuchst auf Radegundis einzuwirken. Jawoll, das war's mit Radegundis. Und als nächstes würde ich sagen, klein Alistair. Mal gucken, wie viel er aushalten würde. Und da hinten ist noch so eine Fernkämpferin. Zerborsten, sehr schön. Auf geht's, hinüber zu Liliana. Liliana, nimm erstmal das Mal des Todes. Und das war's. Ja, Radegundis hat's knallhart hinter den Löffeln. Ah, schön, schön. Das war schön. So. Jetzt mache ich gleich zu Anfang direkt eine kleine kurze Unterbrechung und ich hoffe, dieses Mal vergesse ich es nicht rauszuschneiden. Ich habe nämlich das Gefühl, meine Nase möchte so ein bisschen laufen. Also, bis gleich. Da bin ich auch schon wieder. Und damit ich es auch nicht vergesse rauszuschneiden, habe ich es mir direkt auch mal aufgeschrieben. Ich kenne mich. So, jetzt habe ich mich schon wieder dreimal im Kreis gedreht und weiß nicht mehr, wo es lang geht. Wie üblich, in diese Richtung. Habe ich ja auch nichts übersehen, nichts zurückgelassen. Ja, ihr habt auch sehr viel geschrieben in der letzten Folge. Oh nein, ich hasse das. Hey, seht ihr diese Dingerchen am Rand dieses riesigen Abgrunds? Ich wette, die haben irgendeinen Sinn. Vielleicht sollte ich sie berühren oder mich auf sie stellen? Alistair, normale Leute neigen dazu, merkwürdig aussehende Abschnitte des Bodens, Dingerchen, wie ihr sie nennt, zu umgehen. Sie neigen nämlich dazu, Fallen zu sein. Ihr haltet das wirklich für eine Falle? Naja, da liegt aber unsere gute Liliana ein wenig falsch. So, ihr haltet alle mal still hier, weil ich muss mir das gleich mal eben anschauen. So ist das nicht. Ja, unter anderem ist geschrieben worden, der hohe Drache, ne? Der Drache, ja. Aber hohe Drachen sind scheinbar in diesem Spiel weiblich. Das war mir bis dato auch noch gar nicht so bekannt, ihr Lieben. Und die Herren der Fraktion, gegen die haben wir zu Genüge wohl gekämpft, das sind die Drakos. Aha. Ich weiß nicht, ist das in jeder Mythologie so? Ich kann zwar eine Brücke sehen, aber sie ist eindeutig substanzlos. Wir können sie unmöglich überqueren. Ja, das könnte sein. Ich gucke auch erstmal nur, das ist der letzte Punkt. Das ist der erste Punkt. Das ist gar nichts. Doch, da. Auch der letzte Punkt. Oh Gott, wie ich das hasse. Wenn ich den Anfang hinkriege, dann
ist das schon die halbe Miete? So, wo war der erste Punkt? Das, ne? Ist die Frage. Pass auf, ich nehme mal einen anderen von euch. Und was möchtet ihr? Das kann ich dir sagen, dass du dich auf diese dritte Scheibe hier stellst. Das ist der Anfang, das ist gut. Bleib da mal stehen, Win. Nein. Nein. Irgendwo fängt sie dann an, Substanz zu bekommen. Ah, das ist schon eine zweite dazu. Bin ich richtig? Also es ist Ewigkeiten her. Natürlich. Sag euch was. Ich habe mir im Vorfeld das Ganze im Internet einmal angeguckt. Sollte ich merken, das ist... Dritte Punkt. Nee. Das sind doch so etwas wie Trittsteine, richtig? Um hinüberzukommen, müssen wir sie einen nach dem anderen nutzen. Oh Gott. Ich weiß noch vom Anfang, dass es Substanz annehmen muss. Und ich habe mir das auch fotografiert. Sollte ich merken, dass ich zu lange dafür brauche, weil ich bin so ein kleiner Merklegastheniker, gerade angeschaut, schon ist es wieder raus aus meinem Kopf. Jetzt weiß ich nicht, wen muss ich da wegnehmen? Alistair? Oder die Win? Oh, Gott sei Dank. Gut, der Alistair war im Prinzip der Richtige. Bin ich jetzt hier schon richtig? Da habe ich auf jeden Fall schon mal eins mit Substanz. Hier ist nur einer dort rüber. Wenn wir Glück haben, gibt es auf der anderen Seite ja einen Hebel oder Schalter. Okay. Gut, Alistair, du musst nochmal wieder zurück. Bereit und wild. Wie gesagt, wenn ich merke, das dauert mir zu lange, dann gucke ich mir die Bilder an und dann tut es mir sehr leid. Aber dann ist das so. Wen hatte ich jetzt weggenommen? Siehst du, da geht's schon los. Ich bin und bleib ein Merklegastheniker. Ah, sehr gut. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Also das Letzte, was angegangen ist, das muss auch so bleiben. Wenn ich Liliana wegnehme... Ist das richtig? Ich weiß es nicht. Da passiert nichts. Da geht aber auch was an. Da oder da hinten? Hier gehen sie beide auf. Ich versuch's mal so. Wenn ich Liliana darunter nehme, dann ist doch alles wieder weg. War klar. Sehr schön. Alistair, du musst nochmal wieder zurück. Und zwar da hinten hin. Komm, Alistair. Gut, Liliana war die falsche, also wäre es Win wohl richtig gewesen. Aber ich glaube, Alistair da erstmal wegzunehmen war richtig. Aber wieso Win? Und jetzt weiß ich nicht, nur eins oder gleich beide auf einmal? Nee, wahrscheinlich nur eins. Alles klar. Was kann ich für euch tun? Ah, ich hasse das. Ich hasse das. Wieso bin ich so ein kleiner Merklegastheniker? Aber gut, es ist halt, wie es ist. Und wie gesagt, wenn ich merke, es dauert zu lange, dann gucke ich mir die Bilder nach und nach an und dann ist das so. Ich gebe mir noch genau eine Minute. Nein, Alistair. Ich gebe mir noch genau eine Minute und dann ist es soweit. Dann gucke ich mir die Bilder an, die ich nehmen muss. So, dich dann dahin. Win wegnehmen ist falsch. Okay, das ist schon mal richtig. Das ist gut. Das ist gut. Das ist auch gut. Jetzt ist die Frage. Nö, jetzt kann ich, glaube ich, Win wegnehmen. Wenn ich Alistair wegnehme, das wäre falsch. Wohin mit dir, gute Win? Oh, fall nicht runter. Okay, das sieht gut aus.
jetzt glaube ich wieder den Alistair. Ja, juhe. Ich glaube, ich schaff's doch ohne. Und das war's. Jawohl. Sehr geil. Können wir das nochmal machen? Nein, das machen wir nicht nochmal, Liliana. Ihr könnt jetzt bitte kommen. Ah, Gott sei Dank. Na klar. Ich hatte sie für eine Legende gehalten. Ich habe nicht daran geglaubt. Tja, Liliana. Win. Du gute, gute Win. Feuer. Altar. Dieser Altar ist nicht viel mehr als ein staubiger Steinblock. Du erkennst an der Vorderseite eine Inschrift. Aha. Lege die Zeichen weltlichen Lebens und... Was? Legt ab die Zeichen weltlichen Lebens und hüllt euch in die Güte des Geistes. Aha. König und Sklaven, Adliger und Bettler seien neugeboren unter dem Blick des Erbauers. Den Altar verlassen? Nein, das wäre die falsche Antwort. Ausrüstung ablegen? Was ist, wenn da Monster kommen? Oh nein, wir stehen hier nackt. Alistair, guck sofort weg. Ich hätte Morrigan mitnehmen sollen und nicht Alistair. Guck weg, Alistair. Ja. Ihr habt den Spießrutenlauf absolviert, seid am Drastes Weg gegangen und wurdet gleich ihr gereinigt. Ihr habt euch als würdig erwiesen, Pilgerin. Nähert euch der heiligen Asche. Wunderbar, ich darf mich also auch wieder anziehen, ja? Wieso habt ihr eure Sachen nicht abgelegt? Ihr hattet doch die Sachen abgelegt. Wir sollen uns der heiligen Asche nähern. Oh. Ich hätte mir nie erträumt, die Urne der heiligen Asche jemals selbst zu sehen. Mir fehlen die Worte für. Ich hätte nicht gedacht, dass jemand Andrastes letzte Ruhestätte finden könnte. Aber jetzt liegt sie vor uns. Es gibt keine größere Ehre, als hier zu sein. Ich werde dieses Gefühl niemals vergessen. Dies sind die sterblichen Überreste von Andrasse, Prophetin und Braut des Erbauers. Eine Prise der Asche nehmen, die Urne unangetastet lassen. Liebe Andrasse, vergebe mir, aber ich muss eine Prise deiner Asche leider nehmen. Du nimmst eine Prise der Asche und verstaust sie in einem Lederbeutel. Die Urne unangetastet lassen? Natürlich, Andrasse. Ja, das war's. Wir haben's endlich. Jetzt können wir Al-Imen von seiner Krankheit erlösen. Oh, ein glückloser Abenteurer. Es haben scheinbar noch andere genau versucht, so wird es geschehen. Andrasse zu erreichen. Goldenes Dämonenamulett. Ey, sag mal, ihr wollt mich doch echt. Und noch ein Geschenk für wen auch immer. Wie hattet ihr doch mal vor ganz, ganz vielen Folgen geschrieben? Gold für Morrigan, Silber für Sevran? Oder hattet ihr mir das einfach nur erzählt? Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Eieiei. Und die nächste Truhe. Eine schwache Natursalbe nehme ich auch natürlich. Und das war's. Das war's. Wir haben Andrastes Tempel geschafft. Auf zum Berggipfel. Ja, hier wird sicherlich immer noch der böswillige Drache sein. Ich komme wieder und ich bringe Orgrim mit. Dann bist du Geschichte.
Und es war auch so, ja, der gute Kult, sei mal dahingestellt. Oh, Liliana hatte einen Stufenaufstieg, da kümmere ich mich bei Zeiten drum. Dieser Kult hat Andraste verehrt, als wäre Andraste, also meinte, dass Andraste wieder zurückgekommen sei. Nein, in Form eines Drachen. Wie konnten sie nur so blind sein? So, mal eben schauen. Gab es hier nicht sowas wie einen Shortcut zurück? Oh, ich bin schon direkt am Eingang. Ach, Gott sei Dank. Dem Erbauer sei Dank. Oder Radegundis, lieber den Ahnen? Da ist Bruder. Oh ja, da wird sich jemand sehr drüber freuen. Da ist er wieder, Bruder Genitivi. Willkommen zurück. Ihr wart ziemlich lange fort. Und? Habt ihr sie gefunden? Die Urne? Ja? Wie war das? Ich meine, als ihr euch der Urne genähert habt. Zermürbend. Es gab Prüfungen, Genitivi. Prüfungen? Interessant. Höchst interessant. Jetzt betrachtet die Kirche meine Nachforschungen sicher nicht mehr als Blasphemie. Wir müssen eine Expedition organisieren. Das ist alles lebendige Geschichte, die wir studieren sollen. Und auch Pilger sollen zur Urne kommen dürfen. Nein. Ja, die Urne der heiligen Asche muss mit der Welt geteilt werden. Ha, dann hoffen wir mal, dass es genug Andraste für alle gibt. Ich muss nach Hause zurück. Es gibt so viel zu tun. Besucht mich, falls ihr je nach Denerim kommt. Ich bin nicht reich, habe jedoch eine kleine Sammlung mit interessanten Artefakten. Und ich schulde euch für meine Rettung eine Belohnung. Hoffentlich sehen wir uns bald wieder. Aber natürlich, Gütigster, aber natürlich sehen wir uns bald wieder. So, bevor ich jetzt weitergehe, tatsächlich einmal Lilianas Stufenaufstieg. Und auch da werde ich mal eben schauen. Da bin ich durch, das ist gut. Und dann machen wir noch die letzte Kampftaktik hier bei Liliana rein. Und was brauchst du jetzt hier? Gütigste Liliana, wie weit sind wir denn mit... Da sind wir durch? Da sind wir durch. Das ist ja ein Ding. Haben wir denn irgendetwas richtig Nettes, Passives, was wir hier geben können? Gilt dieses hier nur für Dolche? Für die Schwachpunkte seiner Gegner, wodurch er alle Angriffe... Das kann ich mir nicht vorstellen, oder? Es wird doch nicht nur für Dolche gelten. Allerdings hier ist eine Passive. Ist ein Ziel außer Gefecht gesetzt, schlägt der opportunistische Schurke dort zu, wo es am schmerzhaftesten ist, indem er automatisch hinterhältige Angriffe gegen betäubte oder gelähmte Ziele ausführt. Ich glaube tatsächlich, dass ich hier drauf gehen würde. Am liebsten. Oder weißt du was? Ich lasse mir das offen. Und ich überlasse es euch. Also, tödlicher Schlag, sie ist Bogenschützin. Ich weiß nicht, oder hier aktiviert Ablenkung. Ich weiß nicht, ob das auch für Bogenschützen gilt, aber ich denke mal, Schurke ist Schurke, oder? Ihr dürft es diesmal sagen und wenn ihr das dann reingeschrieben habt, dann werde ich das auch dementsprechend steigern. Ihr könnt euch ja auch zusammen absprechen, was weiß ich. Macht doch einfach, wie ihr wollt. Entweder der Gnadenstoß als passives Element oder aber den tödlichen Schlag, so dass wir dann auf die Sterblichkeit kommen. Und dementsprechend würde ich dann natürlich auch hier die Klugheit, die sie sowieso schon relativ hoch hat, hochschmeißen. So machen wir das. Ich lasse das erstmal noch offen.
Soll ich es euch noch einmal zeigen? Ich weiß ja nicht, ob ihr auch Merklegastheniker seid, so wie ich. Ja? Also, tödlicher Schlag oder Gnadenstoß. Oder die Bardentalente. Nein, ihr dürft wählen zwischen tödlichen Schlag oder Gnadenstoß. Also, so machen wir das. Hervorragend. Warum soll ich immer alles entscheiden müssen? Grummel, Gruppe sammeln und weiterziehen. Auf jeden Fall. Jetzt könnte ich direkt nach Dorf Radcliffe zurückgehen. Ich würde aber sagen, im Sinne dessen, dass ich natürlich noch so manches in meinem Inventar habe, unter anderem auch ein paar Geschenke, die ich gerne... Ach, dieses Gequieke von dieser Ratte, ne? Ein paar Geschenke in meinem Inventar, würde ich sagen, gehen wir kurz übers Lager. Und dann wollen wir doch mal sehen, was wir da so alles verschenken können. Geschenke, meine Freunde. Ich habe Geschenke für alle möglichen von euch und unmöglichen. Oh, wow. Was ist denn da alles so dazugekommen? Da hatte ich doch schon alles im Inventar. Ich habe doch nichts gemacht an meinem Inventar. Ja, sehr schön. Also, dann wollen wir doch mal sehen. Das ist kein Geschenk. Das hier weiter runter sind auch keine Geschenke. Das ist Colgrims Horn. Das packe ich mir schon mal, damit ich es nicht verkaufe, weil das brauche ich noch. Dragoschuppen sind für was anderes. Das ist zum Verkaufen. Geschmuggeltes Lyrium, auch das. Der Chasen-Beutel mit dem Met. Da habt ihr gesagt, oder habt mir geschrieben, dass das ein sehr schönes Geschenk ist für Klein Morrigan. Klein Morrigan ist aber schon auf 100 und freundlich. Drüber geht's nicht. Kann ich es auch jemand anderen schenken? Wahrscheinlich. Die Kriegerstatuette aus Stein, die ist doch bestimmt für unseren kleinen Alistair. Wo ist er denn? Alistair, möchtest du die Kriegerstatuette aus Stein haben? Ist das für mich? Wirklich? Nun, ich bin sprachlos. Nicht wahr, mein Guter, nicht wahr? Und für Sevran habe ich dann gleich zwei Geschenke. Das freut mich sehr. Sevran. Ihr habt einen hervorragenden Geschmack. Nicht wahr, du Gütigster? Und dann habe ich da noch etwas aus Antiva für dich gefunden. Dieser Geruch. Das ist Leder aus Antiva, richtig? Das rieche ich doch sofort. Ich weiß nicht, wo ihr die gefunden habt, aber ich danke euch. Es war mir ein Vergnügen, Sevran. Wenn ihr mir jetzt noch ein oder zwei Dirnen bringt, einen Teller Fischsuppe und einen korrupten Politiker, würde ich mich wie zu Hause fühlen. Sie passen sogar. Wunderbar. Das freut mich doch ungemein, Sevran. Wie schaut es denn bei dir aus, mein Freund? Weil mit ihm konnte ich ja auch keine Gespräche mehr führen, wo ich nicht wusste, warum, wieso, weshalb. Und jetzt ist er mir zugetan mit 48. Vielleicht können wir ja dann gleich tatsächlich noch mit Sevran reden. Das wäre doch was, wo? Gut, der Chasen-Beutel. Ich meine, es ist Met. Würde sich so ein Zwerg über Met freuen? Weil warum soll ich das verschwenden an Morrigan? Ich versuch's mal mit dem Zwergen. Ja, das sieht nett aus. Das habe ich mir gedacht, mein Freund. Das habe ich mir gedacht. Hey, 40 zugetan. Das ist doch schön. Goldenes Dämonenamulett. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das was für Morrigan ist. Ich weiß auch nicht, für wen das Medaillon jetzt hier noch ist. Schreibt es mir doch einfach in den Kommentaren. Ihr wisst doch, ich bin Merklegastheniker. Ich weiß, ihr habt es schon mal reingeschrieben, aber ich habe es vergessen. Und dann würde ich sagen, versuchen wir mal unser Glück und unterhalten uns mit Sevran. Sevran, mein Freund. Eine Frage, wenn ihr gestattet. Ups. Ja, nur zu. Es geht um Folgendes. Ich habe geschworen, euch zu dienen. Und ich weiß, welchen Weg ihr beschreitet. Und das ist auch alles schön und gut.
Meine Frage bezieht sich darauf, was ihr mit mir zu tun gedenkt, wenn das alles vorbei ist. Nur so aus Neugier. Ja, warum sollte ich... Ach, ihr meint den Schwur? Ja, würde der dann erloschen sein, oder? Erlischt dann euer Schwur? Nicht unbedingt. Ich sagte, ich würde euch dienen, bis ihr mich freigebt. Ich dachte nur, dass ihr nach Abschluss dieser Aktion als grauer Wächter keinen Bedarf mehr an einem Meuchelmörder hättet, der euch folgt. Oder liege ich da falsch? Einen Freund kann man immer brauchen, Sevran. Wirklich? Ja. Das könnte mir wohl gefallen, wenn ich so darüber nachdenke. Ich weiß gern, welche Alternativen ich habe. Aber das klären wir ein andermal. Jetzt haben wir erstmal alle Hände voll zu tun, richtig? Na, plus eins. Hey! Sag mal, zählt für dich denn nur der Sex, Sevran? Was sagt ihr? Könntet ihr mir ein paar Fragen beantworten? Gewiss. Erzählt mir mal von euren Abenteuern. Meinen Abenteuern? Ich bin doch kein alter Mann, der gerade aus Landen jenseits des Meeres zurückgekehrt ist. Soll ich Kindern in der Nähe mit der Faust drohen, während ich von der guten alten Zeit erzähle? Boah, bei euch Elfen weiß man nie so genau. Euren Worten nach zu urteilen, habt ihr durchaus schon so manche Abenteuer erlebt. Ich meinte außerdem eher so die Zeit, die ihr bei den Krähen verbracht habt. Ihr wollt von der zermürbenden Ausbildung hören? Von wochenlangen Aufenthalten im Verlies? Von der Sklaverei? Eiternden Wunden? Oder darf es etwas Glanzvolleres sein? Oh, bitte lieber etwas Glanzvolleres. Was hätte ich denn von diesen fürchterlichen eiternden Wunden? Nun, das sollte nicht allzu schwierig sein. Mal sehen. Mein zweiter Auftrag für die Krähen war recht interessant. Ich sollte einen Magier töten, der sich in die Politik eingemischt hatte. Die Krähen haben sich mit dem Zirkel der Magier angelegt? In Antiva ist niemand so wichtig, dass er sich den Krähen entziehen könnte. Könige und Königinnen waren bereits ihre Opfer. So ist das nun mal. Jedenfalls entpuppte sich der Magier als bezaubernde junge Dame mit langen, göttlichen Beinen. Ich habe sie in ihrer Kutsche auf der Flucht in die Provinzen gestellt. Nachdem ich ihre Wache getötet hatte, ging sie auf die Knie und bettelte um ihr Leben. Sie war ziemlich begabt. Also leistete ich ihr in der Kutsche des Nachts Gesellschaft und verließ sie am nächsten Morgen. Oh, und sie hat nicht versucht, euch zu töten? Oh doch, zweimal sogar. Dann beschloss sie, mich stattdessen zu benutzen. Die Frau hatte mich davon überzeugt, in ihrem Sinne bei den Krähen zu intervenieren. Was soll ich sagen? Ich war damals jung und dumm. Als ich ihr einen Abschiedskuss gab und nach Antiva zurückkehren wollte, rutschte sie aus und fiel rücklings aus der Kutsche. Brach sich das Genick. Eine Schande, wirklich. Aber wenigstens ging's schnell. Oh nein. Wart ihr darüber sehr bestürzt? Zunächst schon. Naja, bestürzt weniger. Überrascht trifft es eher. Dann fand ich heraus, dass sie ihrem Kutscher befohlen hatte, nach Janellen zu fahren. Ich hätte sie verloren und wäre bei den Krähen als unfähig dagestanden. Aber so war mein Meister recht beeindruckt, weil ich es nach einem Unfall hatte aussehen lassen. Der Zirkel der Magie schöpfte keinerlei Verdacht und alle waren rundum zufrieden. Außer wahrscheinlich die Magierin. Ihr hattet wirklich richtig Glück. Passiert euch da so etwas häufiger? Wie von einer wohlmeinenden Zielperson verschont zu werden, die mir dann noch bei der Flucht vor den Krähen hilft? Ja, hin und wieder schon. Danach habe ich gelernt, dass man sich von einem hübschen Gesicht nicht verwirren lassen darf. Gelebter Professionalismus. Das ist mein Motto des Tages. Na toll. Ha. Ihr seid wirklich ein Glückspilz. Eine wichtige Lektion, würde ich sagen. Die, zu denen nicht jeder lernt. Leider, möchte ich sagen. Aber damit genug der Geschichten. Von der Magierin zu erzählen, hat mich ein wenig nostalgisch gestimmt, fürchte ich.
Ach, die guten alten Zeiten. Jetzt klingt er tatsächlich wie ein alter Mann. Dann wollen wir doch mal sehen, ne? Der Orgrim, von dem wissen wir ja auch noch nicht allzu viel. Orgrim, aber ich würde dir ganz gerne, ja, dafür tatsächlich wieder den Helm abnehmen, gütigster. Nicht, dass ich für körperliche Widerstandskraft plus irgendetwas, das kriegen wir schon hin, Orgrim. Ich gebe ihn dir wieder danach, direkt danach. Da seid ihr ja. Ich möchte mit euch sprechen. Worüber? Ihr und ich, wir haben... Ihr wisst schon. Manchmal verbringt man etwas Zeit mit Leuten und... Orgrim, was soll das? Lasst euch ruhig Zeit. Worum geht es? Ich dachte... Also, ich kenne ein paar Leute hier auf der Oberfläche. Eigentlich geht es um ein Mädchen, das ich in Orsama kannte, bevor ich fortgegangen bin, natürlich. Ah, verstehe. Kanntet ihr dieses Mädchen oder kanntet ihr dieses Mädchen? Was? Ihr meint, ob wir es miteinander getan haben? Oh, nachdem Branka in die tiefen Wege gegangen ist. Ihr Name ist Filzi und sie hatte wirklich Feuer. Ich bin mir sicher, sie hat mir inzwischen verziehen. Ich dachte, ich könnte sie mal besuchen und sehen, wie es ihr ergangen ist. Ah, ihr habt Branka also betrogen, ha? Was meint ihr genau mit Freundin? Nein, das will ich gar nicht wissen, Orgrim. Warum ist sie an der Oberfläche? Was? Warum fragt ihr mich das? Ich habe überhaupt nichts getan. Ich wollte sie schon in der Taverne besuchen, als wir letztes Mal am Kelenhard See waren, aber sie war nicht bei der Arbeit. Angeblich war sie zu Hause bei ihrer kranken Mutter. Ich dachte, die Ahnen wollten mir damit etwas sagen, aber ich musste trotzdem weiter an sie denken. Wir können natürlich wieder zurückgehen. Ich meine... Ob wir nun links herum um den Kellnerzsee gehen oder rechts herum um den Kellnerzsee, ist doch völlig egal. Immer auf dem Weg nach Redcliffe. Klar, Orgrim, wir können wieder zurückgehen. Auf jeden Fall. Ihr seid eine echte Freundin, Wächter. Ich werde an euch denken, wenn wir jemals... Nein, das wäre wirklich unschön. Also, was wolltet ihr sagen? Ich würde gerne mehr über euch erfahren, Orgrim. Worüber genau? Wie gefällt euch die Oberfläche? Sie ist einfach fantastisch. Anfangs war mir ein wenig mulmig bei all dieser Luft, aber es gibt einfach so viel davon. Niemand weiß, wer man ist oder was man macht. Und dann das Bier. Wer hätte gedacht, dass man aus Getreide Bier herstellen kann? Hey, die Oberfläche ist großartig. Sie ist wie eine große, helle Welt aus Dreck ohne Decke. Genau der richtige Ort für mich. Hey, lasst uns etwas suchen, das wir erschlagen können, ja? Dieses ganze Gerede macht mich unruhig. Na klar doch, Orgrim. Ja, Orgrim ist eigentlich ganz guter Dinge, das finde ich gut. Und bevor ich vergesse, Orgrim, du kriegst jetzt wieder deinen komischen Helm. Warte, Orgrim, wo bist du denn? Ah, ein zu weit voraus und das war der hier. Chaka, bitteschön, Orgrim. Und mit wem würde ich mich gerne noch unterhalten? Mit Shale könnte ich es mal versuchen. Aber ich glaube, die gute Shale, die braucht noch ein paar Geschenke, damit sie mit uns noch reden möchte. Bei Orgrim haben wir auf jeden Fall schon mal das zugetan. Eigentlich nicht. Versuchen wir mal unser Glück. Es spricht. So ist es. Darf ich euch was fragen, Shale? Hat es denn nichts Besseres zu tun? Nein, sonst würde ich was anderes machen. Ich habe gehört, ihr hättet euren ehemaligen Meister... Nee, das will sie bestimmt nicht hören. Wie ist Willem eigentlich an euch gekommen? Das weiß ich. Willem hat nämlich damit angegeben... Wann immer jemand bereit war, ihm zuzuhören. Ah. Er hat behauptet, er habe mich in den tiefen Wegen gefunden. In den Ruinen eines Teichs, sagte er, deaktiviert.
Und mein Kontrollstab lag ganz in der Nähe. Wisst ihr denn, wo in den tiefen Wegen das war? Nein, der geheimniskrämerische Bastard wollte es mir nicht sagen. Ich habe immer wieder gefragt, aber nein. Er hat immer gesagt, wenn ich folgsam wäre und seiner Frau nicht widerspräche, würde er mich eines Tages wieder dorthin bringen, damit ich mich selbst umsehen kann. Dieser verfluchte, verlogene Bastard. Wenn ich seinen Kopf jetzt in meinen Händen hätte, würde ich ihn zerquetschen wie eine riesige Zitrone. Matsch! Kein Wunder, dass er so unfair war. Was hat Willem überhaupt in den tiefen Wegen gemacht? Das war eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Plündern. Einer der Gründe für seine häufigen Reisen war, dass er nach Eingängen in die tiefen Wege gesucht hat. Nach alten Orten, die Zwerge schon längst vergessen hatten. Und dann hat er sich nach unten geschlichen und nach magischen Schätzen gesucht, bevor ihm jemand zuvorkommen konnte. Ah, verstehe. War das nicht ein bisschen gefährlich? Oh, doch. Er hatte zwar Zauber, die es ihm erlaubten, verborgen zu bleiben und sich schnell fortzubewegen, aber er hatte keinen Schutz gegen die Verderbnis. Er war immer in Sorge, er könnte krank werden. Wenn dunkle Brut aufgetaucht ist, ist er geflohen. Die häufigsten Kämpfe hatte er mit anderen Plünderern. Zwergen, die verderbt waren. Das hat ihn letztlich auch das Leben gekostet. Immerhin hat er Micha dort gefunden, richtig? Das stimmt. Was wäre wohl aus euch geworden, wenn er euch nicht gefunden hätte? Ich hätte diesen Narren nicht ertragen müssen und ich wüsste ebenso viel wie jetzt. Ich glaube nicht, dass ich mir dort meiner selbst bewusst war. Anders als im Dorf. Vielleicht war ich es aber doch. Vielleicht war es auch dieser dunkle Ort und ich konnte einfach nicht sehen. Die Frage ist, wie lange ich selbst ohne zu schlafen in der Dunkelheit sitzen und ins Nichts starren könnte. Ich möchte nicht darüber nachdenken. Ihr wisst nicht, wieso ihr an diesem Ort wart? Ich glaube, ich erinnere mich an eine Schlacht. Das war lange zuvor. Und dann war da nur noch Dunkelheit. Bah! Um es kurz zu machen, nein. Ich erinnere mich nicht, warum ich dort war. Es macht auch keinen Unterschied. Lasst uns weitergehen, Shale. Dann los. Oh, plus 7, gütigste Shale. Das ist doch mal was Feines. So, die anderen Sachen. Wenn ich dann so auf meinen Wecker schaue, ist es längst Zeit, wieder aufzuhören? Und das werde ich jetzt auch machen. Ich werde mir überlegen, mit wem man da noch ins Genauere sprechen kann. Werde mir dann durchlesen, wofür ihr euch entschieden habt bei der guten Liliana. Und den Rest dann in der nächsten Folge. Schließlich wird es langsam Zeit, dass wir zu Al-Imen gehen und ihn aus seinem Schlaf erlösen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Bleibt sauber und vor allen Dingen gesund und bis zur nächsten Folge, wenn ihr denn so wollt. Tschüss!